Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Traders Podcast. Heute ist der 6.10.2014. Wir sind am Tag 1 nach dem Feiertag, am letzten Freitag. Die Börsen in Deutschland hatten geschlossen. Dafür war natürlich der Rest der Welt mehr oder weniger offen, USA insbesondere und auch restliches Europa. Und deshalb konnte auch der DAX die positive Performance, die S&P, Nasdaq, Dow Jones am Freitag gemacht haben, beziehungsweise teilweise dann auch am Donnerstag im späten Handel, nicht mehr so ganz nachmachen, nicht mehr so ganz nachvollziehen. Wenn man sich den DAX heute mal anschaut, dann sieht man heute oder beziehungsweise der Tag hier, dieser heftige Abwärtstag vom letzten Donnerstag und heute Montag, also praktisch ein Tag Pause dazwischen, sind wir schon wieder freundlich in den Handel gestartet mit 9.337. Wenn man sich den Schlusskurs mal anschaut, 9.227 ungefähr lag der am letzten Donnerstag. Da haben wir jetzt einen Aufwärtsgap von über 110 Punkten. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie geht es die nächsten ein, zwei, drei Tage weiter. Wenn man sich mal den Chart ansieht, dann sieht man zunächst mal mit Blick auf den Wochenchart, dass wir hier ein Hoch haben, dass wir hier ein etwas höher liegendes Hoch haben und dass wir hier nochmal ein Hoch haben, was allerdings nicht dieses Hoch hier vom letzten Juni überschreiten konnte. Und wenn man jetzt Charttechniker ist, viele von Ihnen werden das schon mal gehört haben, die sogenannte Schulterkopf-Schulterformation, dann könnte man die schon erkennen, nämlich Schulter, Kopf, Schulter. Und ein Bruch dieser sogenannten Nackenlinie hier im Bereich von ja, 9000 Punkte rund gesprochen, das würde bedeuten, dass der Markt diese Schulterkopf-Schulterformation vollendet und dass wir dann ein wirklich etwas länger bzw. mittelfristiges Hoch markieren würden. Nur für den Fall der Fälle, Kursziel wäre dann hier so im Bereich 8,2. Das wäre dann schon mal nochmal eine Etage tiefer. Aber, das muss man auch sagen, noch sind wir nicht so weit. Wir sind immer noch 300 Punkte weg von dieser Marke, von dieser runden Marke von ungefähr 9000 Punkten, um diese Nackenlinie dann zu vollenden. Aktuell, wie eben schon mal gesagt, natürlich mal bei 9300. Und man sieht, der Markt hat sich eigentlich ganz gut an den Fahrplan gehalten, den wir eben gegeben haben. Wir sind hier in den Kurszielbereichen 9275 bzw. 9.083 Punkte eingetaucht und konnten uns dort, von der Stabilisierung will ich eigentlich nicht sprechen, aber konnten uns dort zumindest mal irgendwie halten. Wir sind das noch nicht durchgeflutscht. Und wenn man sich jetzt die Indikatoren anschaut, dann sieht man hier extrem überverkaufte Marktzustände, hier die Stochastik hier, beziehungsweise die DMI-Stochastik, eine etwas abgewandelte Form der normalen Stochastik. Hier haben wir den RSI-Indikator, Prozent-R-Indikator, beides Overbought, Oversold-Indikatoren, beide im Extrembereich rumdümpeln. Und hier unten haben wir dann einen trendfolgenden Indikator, der natürlich nach wie vor im negativen Bereich sich aufhält hier. Und wenn man sich den Chart jetzt mal anschaut, auch hier nochmal ein paar Trendindikatoren, 200-Tage-Linie, die dicke blaue Linie, klar unterschritten. Wir haben diese graue, schwarze Linie, auch das sind Trendlinien, Trendfolgeindikatoren, auch die haben wir unterschritten. Wir handeln natürlich noch vollends in der Handelsspanne vom letzten Donnerstag. Das heißt, alles, was sich hierin abspielt, ist sowieso nicht der Rede wert. Und das wäre dann ein sogenannter Inside Day, also ein Tag, dessen Handelsspanne vollkommen innerhalb der Handelsspanne dieses Vortages liegt. Also insofern gibt es jetzt noch keine oder eigentlich noch keinerlei Entwarnung für die Bullen. Das Einzige, was man sagen kann, wir sind nach wie vor deutlich überverkauft und mit dem Tag heute wird sich das Ganze nicht wesentlich ändern, es sei denn, wir marschieren hier über dieses Tageshoch vom letzten Donnerstag raus und das Tageshoch vom letzten Donnerstag, das lag bei 9.416 Punkten. Also Kurse über 9.416 würde natürlich die Indikatoren noch ein bisschen nach oben bringen, aber insbesondere würde es so ein kleines bisschen so ein mögliches Tief markieren. Die Frage ist, ob es das jetzt war. Ich meine, es war es noch nicht, denn mit Blick auf die Saison sehen wir ein, zwei interessante Dinge für heute bzw. für die nächsten Tage. Sie sehen hier diesen langen Balken, der nach oben ragt. Wenn der Balken nach oben ragt, dann sieht man das, oder dann ist das so zu interpretieren, dass der entsprechende Handelstag des Monats, und das ist heute der dritte, recht freundlich ist. Wir haben also heute einen recht freundlichen Handelstag, saisonal bedingt. Allerdings muss man auch hier einschränkend dazu sagen, wir haben ja schon über 110 Punkte gemacht vom letzten Schlusskurs, nämlich in Form dieses Aufwärtsgaps. Man sieht dann hier, die nächsten paar Tage sind wieder so gemischt, gemixt. Und insofern würde ich jetzt mal meinen, noch keine
Entwarnung beim DAX, sondern ich glaube eher auch jetzt mit Blick auf die US-Börsen und auch mit Blick auf die dort vorhandene Schwäche in der Marktbreite, glaube ich eher, dass der DAX nochmal Minimum in diesen Kurszielbereich hier geht, nochmal in Richtung 9.083 Punkte oder 9.100 irgendwo ein paar Punkte läuft. Also insofern ist für mich der Tag heute, sollten wir nochmal in Richtung 9.4 laufen, ist für mich der Tag eher ein Verkaufstag, ein Tag, wo man was weggibt, wo man, wenn sie vielleicht long gewesen sind über die Feiertage, die Long-Position abbaut, vielleicht sogar kurzfristig eine Short-Position aufbaut, aber für heute meiner Meinung nach und für die nächsten Tage meiner Meinung nach keine wirklichen Setups für eine Long-Position im DAX. Dafür ist die Saisonalität noch nicht stark genug, aber, und auch das will ich nicht verheimlichen, wenn wir uns die Saisonalität mal anschauen, dann sieht man hier in den nächsten Wochen, hier neigt sich die Volatilität, nicht, Entschuldigung, nicht die Volatilität, Entschuldigung, die Saisonalität. Wenn man sich die Saisonalität nochmal anschaut, dann geht die so ab ja, Mitte Oktober wieder nach oben. Wir hatten das hier oder wir hatten das hier, wir hatten das auch hier und beides Male war es kein schlechter Einstiegszeitpunkt für den DAX und wir denken auch daran, dass in nicht einmal 4 Wochen die Kongresswahlen in den USA stattfinden. Auch das ist ein bullisches Event. Also insofern Marktschwäche, ja, aber ich glaube eher Marktschwäche im Moment temporär und nicht jetzt dauerhaft. Und vorsichtig natürlich sein, denn einen Plan B brauchen wir immer, wenn der Markt unter die 9.000 Punkte fällt. Dann haben wir hier diese aufwärts gerichtete, beziehungsweise aufwärts gerichtet, ja, aber dann nach unten weisende Schulterkopf-Schulterformation vollendet und das wäre für den mittelfristigen Ausblick nicht sonderlich zuträglich. Also insofern Vorsicht im Porzellanladen, aber aktuell eher reserviert halten, eher Pulver trocken halten. Und wenn man sieht, der Markt dreht jetzt wieder so vom 9.4er-Bereich nach unten weg, ist es für mich eher eine Chance auf einen Trading Short. Das war's für heute. Wir hören und sehen uns morgen wieder. Bis dann. Happy Trading und alles Gute. Ja, los, tschüss.